Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo rund um GTA Online, denn heute wurde ein neues Fahrzeug hinzugefügt und in diesem Video werde ich euch sagen, ob ihr das Fahrzeug euch kaufen solltet oder lieber nicht. Auch bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich euch schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen, aber ich muss sagen, fangen wir doch mal direkt an. Das neue Fahrzeug, was hinzugefügt wurde, trägt den Namen Dinka Verus. Dinka Verus ist ein Geländewagen, beziehungsweise genauer gesagt ein Quad. Das Quad könnt ihr natürlich auf der Warstock-Seite kaufen für 192.000 GTA-Dollars, aber wegen der aktuellen Eventwoche ist es sogar auf 0 Dollar reduziert. Das ist doch mal ganz freundlich von Rockstar. Aber wir schauen uns natürlich erstmal an, welche Tuning-Teile es hat, ob es das Fahrzeug überhaupt lohnt oder eher weniger. Gut, wenn wir jetzt bei LS-Cars uns angekommen sind, würde uns direkt auffallen, dass das Fahrzeug nicht so viele Tuning-Teile hat. Man kann zwar vorne und hinten ein paar Taschen dran tunen, beziehungsweise Munitionskoffer oder Benzinkanister, aber optisch war es das auch schon. Ihr könnt zwar noch vorne die Schulstange dran tunen, beziehungsweise den Auspuff ändern, was man natürlich auch noch dazu sagen kann, das Fahrzeug kann man natürlich auch durch Designs dran machen. Aber gut, man muss auch hier dazu sagen, die Designs sind jetzt auch nicht neu oder exklusiv für dieses Fahrzeug. Diese Designs gab es schon vorher, das bedeutet, es ist jetzt nichts Besonderes, was mich auch hier ein bisschen wieder enttäuscht. Aber mehr ist es halt auch nicht. Okay, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch nur ein Quad. Es ist jetzt kein komplettes Auto, deswegen würde ich sagen, ist das hier schon irgendwie realistisch, diese ganzen Tuning-Teile. Aber mir persönlich gefallen die Tuning-Teile, dass man die Taschen hinten dran tunen kann. Das macht es irgendwie ein bisschen Offroader-mäßig. Aber gut, was gibt es denn sonst noch über dieses Fahrzeug zu sagen? Naja, das Fahrzeug ist halt ein Zweisitzer, was ziemlich besonders ist beim Quad, denn Quads sind eigentlich immer nur Einsitzer gewesen bisher. Deswegen könnt ihr es mit eurem Freund durch die Gegend preschen und versuchen, Mount Gilead hochzufahren. Aber ansonsten, Leute, lohnt sich das Fahrzeug? Naja, eher so semi. Denn was wollt ihr denn mit dem Fahrzeug machen? Ihr könnt natürlich keine Rennen damit gewinnen. Ihr könnt natürlich auch jetzt nicht eine neue Rekordzeit im Mount Gilead hochfahren. Nein, es ist einfach ein langsames, gemütliches Geländefahrzeug. Aber Leute, warum meckern wir eigentlich? Denn es ist ja gerade gratis. Also wenn irgendwas gratis ist und ihr Platz in der Garage habt, holt es euch doch. Klar, ihr müsst die Tuning-Teile bezahlen, aber so viele sind es ja jetzt auch nicht. Also Leute, nochmal zusammengefasst, das Fahrzeug ist gerade gratis, deswegen würde ich euch einfach sagen, kauft es euch, ihr verliert ja nichts dabei und könnt ja gucken, ob ihr damit Spaß habt. Für 192.000 würde ich es eher weniger kaufen, da das Fahrzeug das Geld so gesehen nicht wert ist. Es gibt billigere und wahrscheinlich auch noch bessere Quads. Wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, den fetten Daumen nach oben geben könntet und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Informationsvideos verpassen wie dieses hier. Aber ich bin mal raus, Leute, euer Bombard, ciao!